Ich habe jetzt 24, hat er mir gerade gesagt. Okay. Ich habe 24. Oh, ein Krug. Ich habe heute gute Ware im Angebot. Solche Teppiche hast du sicher noch nie gesehen. Ich will keinen Teppich. In letzter Zeit haben sich einige Dinge verändert. Der neue Präsident von Rolec führte den Frieden der Händler ein. Aha. Diese Stadt ist bekannt für Gewürze und Teppiche. Man sagt, dass die Teppiche für Schloss Edward 40 Jahre lang geknüpft werden. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war irgendwie in dem grünen Juwel versteckt. Oder? Ja, vielleicht kommt das noch irgendwo. Wie war da sowas? Was machst du hier alleine? Das Mädchen übergibt schweigend eine Botschaft. Sie enthält das Bild des Schakals. Ich erschauderte. Es war die Warnung des Schakals. Er lauerte bereits auf mich. Cool. Ja, das heißt, wir sind nicht mehr weit entfernt vom letzten Kampf. Hast du jemals Snake Panic gespielt? Ich übe es gerade. Ja, da brauchst du aber nur 3 Töpfe für. Wenn du es bei dem Penner da hinten spielst. Knast? Bist du in diese Stadt gekommen, um Sklaven zu kaufen? Ich habe gerade wieder einen neuen reinbekommen. Ja, einen neuen, cool. Und du? Bewachst die. Vorsicht, das ist kein Spiel. Verschwinde von hier. Ich möchte mit dem Sklaven reden. Ich glaube, er hat nicht verstanden, was ich gesagt habe, aber seine Augen... Er wird bald gekocht. Diese Frauen knüpfen Teppiche. 40 Jahre wird es dauern, um diese zu vollenden. Diese Frauen begannen damit, als sie noch Kinder waren. Ihre Gabe wurde ihr Schicksal. Sie hört dich nicht. Sie ist in ihre Arbeit vertieft. Sie denkt nur an ihre Arbeit. Sie hört dich nicht. Sie hat keine Zeit, um mit dir zu reden. Es gibt dir keine Mühe. Sie wird dich nicht beachten. Ja. Arme Teppichknüpferin. In der Nähe... Weberin. In der Nähe steht eine riesige Pyramide. Viele haben schon den Schatz gesucht, aber keiner hat ihn gefunden. Ich werde natürlich finden. Die Pyramide besteht aus tonnenschweren Steinen. Mich wundert, dass sie nicht im Sand versinkt. Ihr sagt alles Gleiche. Nee. Wir sind Schatzsucher und dort drin gibt es einen Schatz. Und du? Man erzählt sich hier eine alte Legende. Die Pyramide ist ein Reich der Toten. Sterbliche können nicht in die Kammern eindringen. Das sind die Gesetze. Die Pyramide ist ein riesiges Grab. Lebende können nicht eintreten. Das heißt, wir müssen sterben? Oder wie ist das gedacht? Ohne Scheiß, müssen wir sterben, um in die Pyramide reinzukommen? Ja, da wollte ich gar nicht hin. Na gut, egal. Jetzt habe ich ja mit den ganzen Leuten geredet. Vielleicht... Ja, komm. Dann speichern wir das ab. Leb wohl. Okay. Können wir schon ein neues Ziel anwählen? Mal eben gucken. Oder muss ich noch ein bisschen labern mit irgendwelchen Leuten? Zur Pyramide. Dann düsen wir doch zur Pyramide und gucken, was uns da erwartet. Ich weiß jetzt jedenfalls nichts mehr von einem Dungeon, der wie eine Pyramide aussieht, falls das jetzt sein sollte. Ja! Ist klar. Ihr seid scheiße. Nett. Huh! 2 gleich? Nee, achso, ich dachte schon. Oh, Leute, ich glaube... Ja! Leute, wir lernen jetzt, glaube ich, unseren zweiten Charakter kennen, den wir anwählen können. Beziehungsweise insgesamt der dritte. Ja! Da rechts seht ihr ihn. Gaia. Passt auf. Jetzt geht's nämlich los. Stelle dich vor die Statue auf der rechten Seite und verwandle dich in Shadow, den Schattenkrieger. Dann gewähre ich dir einen letzten Gegenstand. Du hast die Aura. Die Aura ist ein Gegenstand? Aha. Ja, und jetzt? Die Aura ist Shadows Geist. Setzt er sie ein, wird sein Körper flüssig wie Wasser. Nur ein kleiner Teil der Pyramide ist zu sehen. Das meiste befindet sich unter der Oberfläche. Verwandle dich in Shadow, um in die unteren Ebenen vorzudringen. Wir speichern ab.
Das ist nämlich die Eigenschaft von Shadow. Du brauchst gar nicht mehr erklären. Er kann sich also verflüssigen. So. Will hört eine eindringliche Stimme. Ich habe deinen Namen kommen entgegengesehen. Ich habe deinem Kommen entgegengesehen. Ich bin Shadow, der Liquidator. Mein Körper ist das Licht eines Kometen. Ich habe keine Gestalt, kann jedoch die des Menschen annehmen, mit dem ich verschmelze. Auch der sich der Erde nähernde Komet ist ein Bewusstsein ohne Gestalt. Mein Körper ist das Einzige, was ich mit dem Kometen entgegenstellen kann, um alles zu beenden. Schließe nun deine Augen. Und so sieht Shadow aus, wenn wir seine Gestalt angenommen haben. Zack. Da ist er. Das ist Shadow. Und der kann, ja, so eine Art Klaue hat er. Und er brennt. Also er hat irgendwie so eine flammende Aura halt um sich. Ja, jetzt sind wir Shadow. Sieht ganz cool aus eigentlich, oder? Findet ihr nicht? Also ich mag Shadow ganz gerne. Hier wird, glaube ich, auch einer der entscheidenden Kämpfe stattfinden. Überall sind Fallen, die den Eingang sichern sollen. In diesem Raum gibt es Geräusche. Ja, gibt es sogar eine Falle, die auf Geräusche reagiert. Ich habe eine Zeile übersprungen. Sei also leise. Ja, hier oben seht ihr sechs leere Plätze, in die wir 6 Steintafeln einsetzen müssen. Das ist praktisch Thema dieses Tempels. Wir müssen praktisch diese 6 Tafeln finden und die da in die Aushöhlung da einsetzen. So, und jetzt stelle ich mich mal hier hin und drücke diesen Knopf. Ich habe die Hieroglyphen entziffert. Niemand... Was? Ach, das ist das Buch von dem... Das Tagebuch, das wollte ich ja gar nicht. Das brauchst du nicht aus... Da ist die Aura, die wollte ich haben. Aura. So. Und wenn ich jetzt den drücke, dann macht er das hier. Blub. Und wir können uns praktisch hier hinabsinken lassen und tropfen dann hier hin. Jo. Cool, ne? Ja, speichern wir nochmal ab. So. Jetzt haben wir rechts den Freedon und links den Will. Wir können jetzt praktisch immer zwischen diesen 3 Figuren hin und her schalten. Das werden wir auch müssen. Wir haben jetzt hier 6 Kammern. Hier 3 und auf der anderen Seite 3. Und wir fangen ganz links mit der ersten Kammer an. Und wir müssen jetzt praktisch, ja, in jeder Kammer uns eine dieser Tafeln suchen. Und diese komischen blauen Kugeln hier, die kriegen wir mit Shadow ziemlich schnell kaputt. Und hier kommen wir schon mal nicht drüber. Toll, dann müssen wir mit Will arbeiten. Klasse. Achso, jetzt bin ich rausgegangen, ne? Wollte ich nicht, Entschuldigung. Das ist natürlich jetzt blöd. Jetzt haben wir gerade Shadow bekommen und können ihn nicht mal nutzen. Es sei denn, wir können hier noch was machen. Ja. Ich finde den echt cool, muss ich sagen. Ach, den können wir nur von hinten anpacken, oder? Ah, Shadow ist schon cool. Der ist stark ohne Ende. Und ich glaube, auch mit Shadow werden wir den letzten Kampf bestreiten. So, mehr können wir jetzt erstmal nicht tun. Schade eigentlich. Hätte jetzt gern noch ein bisschen Shadow behalten. Aber wir müssen uns jetzt leider mal kurz in Will verwandeln, weil wir sonst da nicht rüberkommen. Sehr, sehr schade. So, komm her, Will. Wir brauchen deine Hilfe. Denn, nee, Frieden kann da auch nicht rüber. Ach man, geht das schon wieder los. Na, wie, nicht auf Nein. Ja. Jetzt haben wir wieder unsere schwächste Form angenommen. Freiwillig. Naja, was heißt freiwillig? Wir werden gezwungen, wir werden genötigt. So geht's auch. Okay. Wir werden jede Kammer erstmal für sich abschließen. Ich hätte natürlich jetzt auch erstmal die anderen Kammern durchsuchen können, was wir da alles mit Shadow machen können. Aber das bringt mich ehrlich gesagt nur durcheinander. Und deswegen, ich möchte ganz gern jede Kammer für sich abschließen. Und jetzt komme ich auch lang. So. Oh. Ich hätte weiter durch müssen. Gut. Machen wir das nochmal. Ich hoffe, dass das jetzt vom Schwung her reicht. Nicht, dass wir irgendwo abstürzen. Aber sterben kann man ja eigentlich in so einem Rollenspiel eigentlich nicht.
das nicht so, dass man in den Abgrund fällt. Ja, ja. Wie sieht's denn eigentlich hier aus? Noch 5 Gegner und keine Schätze im ersten Raum. Keine Schätze? Und wie ist dann der... Na. Aua. Oh. Die Steintafel, wie ist die verborgen? Da können wir runterspringen. Ist sie nicht in der Schatztruhe? Durch welchen kamen wir jetzt gerade? Durch den nicht. Oh. Level up. Danke sehr. Hier ist sehr viel. Achso, ich darf nicht mehr die Treppe runterrutschen. Das ist so gemein. Ihr seid fies. Oh, jetzt können wir endlich mal unsere Attacke zum Kämpfen benutzen. Ja! Putz! Und nochmal zurück. Die kriegen wir alle platt. So, jetzt möchte ich die ganz gerne alle haben. Komm, bevor die verschwinden. Jo, alle eingesammelt. Sehr schön. So. Die Pyramide. Das sieht nach Hieroglyphen aus hier, aber... Nee, das ist noch nicht das Richtige. Ach, komm. Wenn ich das sehe, müssen wir fast die ganze Pyramide mit Will abschließen, weil hier viel zu viele von diesen... Schanzen sind. Ich glaube, ich brauche mehr Anlauf. Gehen wir erstmal hier hoch. Dann versuchen wir es von hier aus. So. Geschafft. Oh. Verzeihung. Gut, die sind nicht so schwer. Haben so ein bisschen. Von der Funktion her haben die so ein bisschen Ähnlichkeit mit den Kriegern aus der chinesischen Mauer. Nicht aus der. Doch, eigentlich kann man sagen aus der Mauer. Die waren ja alle in der Mauer drin. Das kommt dann immer mit. Aber die haben Vogelköpfe, ne? Ja. Aber die piken. Die werfen nicht. Die schießen nicht mit Pfeil und Bogen. Die piken mit ihrem Speer. Aber halbwegs menschliche Gegner, sag ich mal. Ach du Scheiße. Oh, dafür, dass das der erste Bereich ist, ist es aber ziemlich lang hier. Muss ich sagen. Wie lang wird das denn? Oh, was ist das? Ach, das ist ein Teleporter. Okay, und hier sieht das schon... Aha, das ist die erste Tafel. Hier ist eine Steintafel an der Wand. In Dao hörte ich, dass es sich um eine Hieroglyphe handelt. Ich muss versuchen, die Steintafel zu bewegen. Ja, war schwer, ne? Du hast eine der Hieroglyphen-Tafeln gefunden. So. Eine von 6. Und sowas hätten sie doch überall machen können. Da. Das blaue Licht bringt mich zum Eingang zurück. Ja. Das können sie doch überall machen. Warum machen sie das nur hier in der Pyramide? So, jetzt bin ich... Ach so, hier ganz oben bin ich jetzt. Macht ja nichts. Dann setze ich die schon mal ein. So. Jetzt haben wir nämlich keinen Platz mehr nachher. Zack. Ach so. Vogel. Weiß ich nicht. Gehört der Vogel dahin? Ich muss mir den Brief nochmal angucken. Testament? Nee. Tagebuch, da. Vogel, ganz... Ja, war richtig. Durch Zufall richtig gesetzt, geil. Okay, jetzt muss ich mich in Shadow verwandeln, um wieder hier durchzufließen. Okay. Ich wollte sowieso Shadow haben, weil wir ja den nächsten Bereich jetzt erkunden und da fange ich immer erst mit Shadow an, weil der am einfachsten zu handhaben ist und weil der einfach am meisten Schaden anrichtet. So, jetzt haben wir Shadow und Gaia. Ich hätte ganz gern nochmal ein bisschen Energy. Okay. Ich weiß, das brauchst du mir nicht jedes Mal erklären. Tschüss. Warum diese Gaia uns überhaupt hilft und alles, keine Ahnung. Warum die das macht, frag mich. Achso, nee, ich will das Buch nicht lesen. Ich muss die Aura auswählen. Zack. Tschüss. Blub.